Eine Woche noch, dann geht's nach Korea, ey. Ich hab so Bock. Ich werde jetzt die Woche nochmal richtig ranklotzen, was mein Koreanisch angeht. Das ist das erste Mal seit der Schulzeit, dass ich wieder versuche, eine Sprache zu lernen. Und ich muss echt sagen, das fühlt sich extrem belohnend an. Einfach zu merken, wie man Progress macht und wie man auf einmal Dinge versteht, die man vorher nicht verstanden hat und auch Dinge sagen kann, das ist richtig belohnt. Caitlyn Karma, chillige Lane. Easy Recall. Das ist auch ein Ghostblade-Game hier. Das Game spielen wir Ghostblade. Ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Pots einfach überhaupt nicht brauche. Ich habe einfach drei Pots und keinen davon benutzt. Crazy. Das ist extrem gut für uns hier. Ja, der ist komplett im Arsch jetzt, ne? Das war sehr teuer für ihn. 30 CS-Lead und 3 Platings fast. Das schmeckt. Nehmen wir mit. Wo war der W? Wo war der W? Ich glaube, sie kann da einfach auflaufen, so. So, die gehen wahrscheinlich auch Base. Ne, Twitch State wieder. Mit Herald King wäre insane, dann kriegen wir Bot-Tower Insta. Ich kann nicht hier sogar nochmal Backport canceln mit meiner Ult. Ah ne, leider nicht, ich habe keine Vision. Wir sind sehr, sehr spät in Base. Ich stehe jetzt nochmal Insta, dann können wir Mitte für was gucken. No. Das zackt jetzt böse Ass, dass wir da nichts bekommen haben. Bis zwei Waves auf Botlane gedroppt. Hoffentlich kriegen wir wenigstens den Herald. Wenn den Herald kriegen, ist okay. Wenn den nicht kriegen, ist Desaster. Kha'Zix muss eigentlich versuchen, irgendwas Bots zu machen. Ja, da ist er. Ja, wir machen jetzt hier einen Herald-Play. Das heißt, wir dürfen uns einfach nicht engagen lassen gerade. Nein, ich glaube, es ist besser, den Herald Mitte zu placen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube auch. Ich gehe Base, Karma Move Mitte. Oder auch Base, auch okay. Wie lange hält der Herald noch? Wait, hat der gar keinen? Achso, er hat den gerade geplaced, Leute. Karma geht Mitte, ich gehe Bot. Irgendwie habe ich gedacht, dass mein Ivan hinter mir ist, aber... Das ist jetzt echt doof, dass ich so low-gedroppt bin. Wir können trotzdem einfach Drake nehmen. Nee, können wir nicht, Okay. Die Wave pushen wir noch. Die Ori wird echt dick langsam. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob die Ori fett ist, weil sie gut ist oder weil wir geintet haben. Ah, Bro. Ich glaube, du lebst. So, MS Ghostblade. Also Kha'Zix ist relativ dick, Ori ist relativ dick und Twitch ist Twitch. Also die Gegner müssen eigentlich permanent Fights forcen, weil niemand die Illaoi halten kann. Also wir müssen einfach immer chillen, bis die Illaoi prior hat. Das ist halt das Geile mit Caitlyn, man kann immer so halb rotieren und trotzdem dabei sein im Fight. Ja, aber genau deswegen habe ich ja gepinkt. Warum ist denn niemand neben mir? Ach, ich liebe Jungle. Ich glaube, ich hätte auch mit Ivan kuscheln müssen, weil wenn der mich nicht isolated, dann kann er mich auch nicht killen. Aber das war jetzt natürlich schon wieder sehr unbefriedigend. Ja. Ist das ein cooles Spiel gegen Twitch und Kha'Zix. Ist ja enjoyable. Aber die können trotzdem nichts machen, weil wir Illaoi haben. Hätten wir nicht Illaoi, hätten wir echt ein Problem. Aber Illaoi gewinnt einfach das Game alleine. Ich glaube, wir gehen jetzt Edge of Night als drittes. Die Gegner haben keine Frontline, also Lord Dominix ist nicht so wichtig. Und Edge of Night ist tatsächlich sehr broken gegen Twitch, weil er kann nämlich nicht mehr E'en. Er hat nur einen Spell, mit dem er Edge of Night auslösen kann und das ist sein E. Das ist ja schon wieder sehr playable an meiner Front hier. Illaoi ist AFK leider. Das ist natürlich sehr unglücklich, dass unsere Gefiede die Illaoi AFK geht vom Ringfight. Ich warte sie auch einfach 100 Gold auf ihr Hullbreaker, kann ja auch sein. Ich darf jetzt hier natürlich Midlane nie wieder absteppen, weil... Ja, unser Karma ist leider auch nicht der intelligenteste Spieler. Was machen wir jetzt hier? Ist das, also wollen wir einfach nicht mehr gewinnen, oder? Ja, die können keinen Nash machen, weil die Base müssen und Bot defenden müssen. Ich darf hier natürlich auch wieder nicht absteppen, weil hier könnte Twitch kommen. Ich steppe jetzt trotzdem ab. Ja, ich guess, wir gehen jetzt Nash. Das ist aber, glaube ich, einfach ein schlechter Call, oder? Nee, das ist ein absolut beschissener Call. Absolut beschissener Kack-Call ist das.
Ah. Ich habe die Trap schon wieder versemmelt. Wie hat die Trap denn jetzt schon wieder nicht gestunt? Alle full squishy, ne? Macht keinen Sinn, hier laut Dominics zu gehen. Einfach auf den Ward. Ne, auf den Ward trifft nicht. Die TPen sich ja hinter dem Ward. War ein bisschen viel von der Eloy. Also die Eloy läuft wirklich einfach braindead nach vorne, ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Aber es funktioniert halt oft. Ah, jetzt müssen wir aufpassen, wir hier nicht engaged werden. Unsere Karma ist schon wieder in Jerusalem. Ne, das glaube ich gerade nicht so ein smarter Idee. Das ist mal eine Idee gewesen. Der Kha'Zix hat jetzt Edge of Night, also den kann ich nicht mehr snipen in meiner Welt. Wo ist unser Ivan schon wieder? Will der hier Jungle Camps machen? Nee, mach mich so fertig! Ich liebe es, wenn Nico weint. Oh, der hat Kopfschmerzen. Der Damage ist schon süß, ne? Süß, der Damage. Ich glaube, ich hätte hier BT gehen sollen. Hier ist halt auch kein T2 Tower mehr, ne? Also wirklich was. Atomexplosion. Ich glaube, hier in Mitte machen wir trotzdem keinen Progress, ehrlich gesagt. Ja, mein Last Item sollte auf jeden Fall BT sein. Aber dass ich jetzt kein Item kaufe, ist auch bald. Dieser Crit-Clock ist so. Ich hätte ihn einfach verkaufen sollen für ein BF. Ich bin komplett am Trollen. Ivan, Eloy ist Bot, also ich will hier nicht alleine laufen. Nicht, dass mich der Kha'Zix hier noch killt. Ja, Nash wäre so viel besser gewesen, ne? Weil dann hätten wir mehr Abstand zur Eloy gehabt. Ich kann auch in die Ivan-Büsche rein, dann habe ich noch mehr Headshots. Das ist echt nice. Das Ding ist, also, Axiomark ist zwar lustig, aber ich glaube, es ist bad. Ich glaube, das hätte ein BT sein müssen, dann wäre ich so viel stärker. Ja, aber die Lethality juckt ja nicht mehr. Also, wenn ich BT habe, macht mich das einfach zu einem so viel kompletteren Champion. Axiomark gibt mir halt Max Damage auf Ult und mehr Ult und das war's. Und BT macht mich schwerer zu killen, ich habe mehr Sustain, ich bin nicht mehr pokeable, ich bin im All-In stärker, das hat nur Vorteile. Ich habe mit 10 Sekunden schon wieder Ult, ne, weil mein Axiomark ist ja so broken. Aber gegen Twitch ist trotzdem echt eklig, muss ich sagen. Aber seht ihr, jetzt kann ich mich halt einfach wieder voll heilen mit BT. Das könnte ich halt nicht, wenn ich... Oh, fuck. Ah, ich hab den Orb nicht gesehen. My bad. Hoppala. Ivan Eloy sieht auch sehr chillig aus. Ja, ist aber auch eine 14-6 Orianna. Also wenn die nicht scheppern würde, wäre auch schade. BT ist auch Nightwing absolut Focus Regain. Stimmt, ja, dann habe ich gar nicht gedacht. Ist absolut recht. Ja, das war stabil. Aber Steve kriegt trotzdem nicht meinen Honor, weil er bei dem einen Drake Fight AFK war. Fand ich nicht gut. Wir hatten ja sogar Infernal Soul in dem Game, ne? Also das hat schon wirklich geschmeckt. Ja, das war schön. Habe ich enjoyed. Das ist richtig belohnt.